Buchloh gegen Schongau, zu meiner linken Gästentrainer Roman Mucha, zu meiner rechten unser Coach Toppi Dollhofer. Ja, Herr Mucha, ein spannendes Spiel, fast bis zum Ende auf Messers Schneide. Zwei Mannschaften, die sich nicht viel genommen haben. Im Kampf auf Biegen und Brechen kann man vielleicht auch sagen. Am Ende steht trotzdem eine 4:6 Niederlage für Ihr Team. Einfach ein paar Worte bitte zum heutigen Spiel Ihrerseits. Ja, also wir sind ein bisschen, sage ich jetzt, enttäuscht auch mit meinen Kollegen, glaube ich, weil wir sind da so, dass haben wir heute versucht, im Eishockey zu spielen und haben wir meiner Meinung nach mehr dafür getan, dass wir gewinnen. Und ich lehne mich wahrscheinlich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir in der Liga entsprechend bessere Mannschaft waren mit mehreren Chancen. Leider Gottes, viele Breaks kassiert, individuelle Fehler bei uns, die haben dann über Spiele dem Spiel entscheiden. Entscheidend waren wir für ein Spiel. Und auf dieser Stelle, ich sage es nicht oft und auch nicht gern, aber muss ich halt, dass ich absolut nicht zufrieden war mit den Schiedsrichterleistung, die meiner Meinung nach auch mit beeinflusst haben im Spiel. Mehr habe ich nicht. Danke. Toppi, nach der Freitagsniederlage war heute eine Reaktion der Mannschaft gefordert, gefragt. Hat die Mannschaft diese Reaktion heute gezeigt? Ja, einen schönen Abend von mir erstmal an alle. Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich fand, dass wir, das erste Drittel hatten wir schon noch ein bisschen gemerkt, dass wir auch etwas nervös waren. Der Einsatz hat aber schon gestimmt, fand ich, bei unserer Mannschaft. Ab dem zweiten Drittel haben wir besseren Zugriff aufs Spiel gehabt und wir haben da aber etwas unglücklich immer in die Situationen rein, im zweiten Drittel das 4:3 und im letzten Drittel auch das 5:4 in eine Phase reinbekommen, wo wir eigentlich das Spiel relativ gut im Griff hatten und relativ unglücklich das Gegentor bekommen. Letztendlich sind wir natürlich froh, dass es gereicht hat zu den Strafen. Also wir waren nur dreimal in Überzahl, haben ein Tor gemacht und waren aber fünfmal in Unterzahl und keins kassiert, sondern da noch eins geschossen. Das heißt, Special Teams ist dann auch was so ein Spiel entscheidet. Und zum Schiedsrichter, zu den Entscheidungen von dem, zu Schiedsrichterentscheidungen sage ich eigentlich nie was, oder das weiß man, dass ich da nie was dazu sage. Aber ich finde es nicht okay, wenn unser Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen möchte und der Schiedsrichter zu ihm sagt, halt die Fresse, wortwörtlich. Das zeugt jetzt nicht unbedingt von Souveränität. Und ich weiß auch, dass Schiedsrichter manchmal auch ein schwieriger Job sein kann oder oft ein schwieriger Job ist. Aber wenn ich mit den Spielern so spreche, dann kommt in ein Spiel, wo es nicht sein muss, eine Unruhe rein. Und dann ist es eben nicht souverän geleitet und das ist dann schwierig. Die Jungs, dass die auch nicht mal alles richtig machen, ist klar. Aber wenn man halt mit so einem Vokabular dem anderen gegenüber tritt, das ist halt respektlos. Und ich meine, es wird bei euch so sein, genauso wie bei uns. Wir wollen auch, dass man dem Gegner und Schiedsrichter allen respektvoll gegenüber tritt. Und wenn dann einer so Sprüche auspackt, dann ist ein bisschen schwierig. Ja, aber wie gesagt, ansonsten beim Spiel selber, die Punkte waren sehr wichtig für uns. Wir sind froh, dass wir sie heute geholt haben. Perfekt war natürlich nicht alles, aber es war schon in gewisser Art und Weise eine Reaktion, die wir gebraucht haben. Danke. Ihr habt kürzlich jetzt unter der Saison nochmal einen neuen Mann bekommen. Milan Kopetschki, heute an allen vier Schongauer Toren beteiligt, drei davon sogar selber gemacht. Kann er nochmal so ein entscheidender Faktor sein in dieser engen Liga, um vielleicht den Sprung auf Platz 8 zu schaffen? Das hoffen wir natürlich. Ja. Also Milan ist ein Ausnahme quasi. Schongauer hat in der Saison gestartet nur mit einem Ausländer. Finanziellen Gründen. Ist ja klar. Und früher oder später haben wir gesehen, also mit einem wird es nicht so einfach sein. Und haben wir als Trainer auch unsere Anfragen auch Management gestellt. Die Antwort war natürlich so, dass es nicht möglich ist. Und da
mit Rücksprache mit der Mannschaft hat sich eigentlich der Mannschaft selbst eine gewisse Initiativität ergriffen und haben auf Teil oder manche Spieler sogar auf ganzes Geld verzichtet, dass wir an denen holen können. Aber es ist ja auch in meine spielerische oder jetzt auch deine Karriere eigentlich einmalig, so was habe ich noch nie im Leben gesehen und erlebt. Und erwünscht war gerade der Milan, der vier Saisonen vorher da war, weil er ein sehr geschätzter Spieler ist, tut sehr viel für Defensive. Er ist aber auch ein Mensch, sehr passend in der Mannschaft. Also mit seinem gewissen Sinn für den Humor. Und das ist schon eine Bereicherung für uns in jedem Fall. Ich denke, er hat es auch, wenn jetzt heute die Punkte nicht nach Schaumburg gehen, bewiesen, dass er es drauf hat. Ja. Wie gesagt, an allen vier Toren beteiligt, drei davon selber gemacht, starker Spieler. Toppi, für uns steht nächstes Wochenende, ein Auswärts-Doppelwochenende an, sage ich es jetzt mal. Am Freitag die Herkulesaufgabe in Höchstadt. Dann toppt man das am Sonntag noch mit der Fahrt nach Pegnitz. Erste Frage, bleibt die Mannschaft am Wochenende oben oder kommt ihr nach der Freitagspartie ein? Naja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir oben bleiben, aber ich glaube, das ist finanziell nicht drin. Wir fahren schon immer hin und zurück. Ja, mei, das wussten wir ja in der Hinrunde schon, haben wir sie zweimal hier gehabt, dass wir dann irgendwann mal zweimal rauf müssen, war ja da schon klar. Können da, du hast vorhin von den Special Teams angefangen, die den Unterschied machen? Also man mag es ja, ich will nicht sagen, kaum glauben, aber wenn man, ich bin ja so ein Statistikfuchs für meine Vorgerichte immer. Wir sind im Powerplay, glaube ich, viertbeste Mannschaft der Liga, in Unterzahl auch dritt- oder viertbeste Mannschaft. Kann das zumindest, ja, am Sonntag stehen die Chancen auf Punkte natürlich etwas höher als am Freitag, kann das gerade den Unterschied in Pegnitz und in Höchstadt natürlich auch den Unterschied ausmachen? Naja, also Überzahl, Unterzahl sind immer wichtig. In der Betrachtung, ich zähle eigentlich immer die Prozentzahlen zusammen, die man da erreicht. Und wenn du da dann über 100% liegst, also bei Überzahl mit Unterzahl gemeinsam, dann ist es nicht so ganz schlecht. Da sind wir aktuell. Aber wenn du die Statistik kennst, weißt du auch, wer damit auch schon vorn ist. Das ist richtig, und wir haben am Freitag, also wir sitzen mit Sicherheit nicht einfach. Klar, in engen Spielen, und ich meine, auch heute ist es ein enges Spiel mit 2 Toren Unterschied, da kann sowas dann schon den Unterschied machen, aber die meiste Zeit, hoffentlich, bei Eishockey-Spielen bist du immer noch 5 gegen 5 und da haben wir genügend Hausaufgaben auch für nächste Woche wieder dabei. Alles klar. Irgendwelche Fragen aus der Runde? Wenn das nicht der Fall sein sollte, wünsche ich unseren Gästen alles Gute für die weitere Saison. Dankeschön. Es bleibt ein enger, heißer Kampf um diesen 8. lang, in dem ihr wahrscheinlich auch bis zum Ende mit dabei sein werdet. Eine gute Heimreise. Ja, mal schauen, vielleicht kreuzen sich die Schläger in diesem Jahr ja nochmal. Bis dahin, ja, Ihnen allen eine schöne neue Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und vielleicht macht sich der ein oder andere auf den weiten Weg am Freitag oder auch am Sonntag. Ansonsten nächstes Heimspiel Sonntag in einer Woche, Derby gegen Füssen, 17 Uhr. Bis dahin allerspätestens. Machen Sie es gut. Danke.